Salut zusammen, der Dominik Dohl ist von Pfitze und er fährt eine Bürgerei und er wird heute unsere frische Frage beantworten. Aber davor will er mal den Wengelsbach besichtigen. Da sind Dörfler installiert worden und die verraten uns alles über die Einwohner, wie vor Zeiten im Dörfel gelebt haben. Es liegt ganz in der Barriere drin. Wengelsbach befindet sich im Nordelsass und gehört zu Niedersteinbach. Lange Jahre für ein Dörfel zu kommen, haben die Leute durch Deutschland gehen. Vor dem Zweiten Weltkrieg ist endlich eine Straße gebaut worden. Die soll neue Einwohner bringen. Leider ist es Gegenteil gewesen. Viele Dorfleute sind ausgewandert. Kaum 7 Personen sind in Wengelsbach geblieben. Die, wie früher dort gewohnt haben, blieben in Erinnerung. Vor der Hieser sind Dörfler installiert worden. So kann man sehen, wer dort gelebt hat, wie Slave früher war und wie Salemols das Dörfel ausgesehen hat. Also, da sind wir jetzt vor dem Haus vom Höfler Oskar. Und das ist schon ein bisschen gespickt, die Familie gewesen, weil die haben Maschinen gehabt im Dorf. Dreschmaschinen für Roggen und Gerst. Und da sind die meisten Leute vom Dorf gekommen und haben bei ihnen gedreht. 37 Dörfler sind in Wengelsbach installiert worden. Und nicht nur vor der Familie Hieser. Auf der Tafel haben wir den Jahrgang, wie die Kapelle gebaut wurde, 1870. Und da ist die Kapelle eigentlich allein gewesen. Es war noch gar kein Haus drumherum. Es ist alles frei gewesen. Da sind noch freie Felder und alles. Und da kann man darüber lesen, dass die Leute selber vom Dorf die Vitro, die drinnen sind, bezahlt haben. Verschiedene Familien, auch so, wie sie kennt haben. Es ist der Christoph, wie die Idee gekriegt hat, die Dörfle zu machen. Er stammt nicht vom Dörfle. Vor 30 Jahren hat das Restaurant von der Wengelsbach übernommen. Seit Jahren ist er sogar mehr gewählt worden. Und wenn er die Gelegenheit hat, alte Dorfleute begrüßen zu können, profitiert er für manche Sorge von früher erfahren. Nochmal, salut, wie geht's dir? Merci. Ja. Gut. Eins interessiert mich eigentlich doch. Du bist doch hier in die Schule gegangen. Ja. Und früher, wenn wir gestraft sind worden, was ist noch passiert? In den 21 Jahren bis 66 ist die Schule geschlossen worden, sind 15 Schulmeister. Die waren einer nach dem anderen nicht. Und zwei sind nur 3 Jahre geblieben und der andere viel weniger nicht. Aber die Schule ist auch wichtig geworden für uns. Das ist eine Klasse Uni gewesen. Und wir haben gute Resultate gehabt. Nicht? Mehrere Personen haben sich im Christoph seinem Projekt interessiert und haben mitgemacht. Ehemalige Einwohner sind von Paris und sogar von Marseille gekommen, für ihre Familienbilder bringen. Ich habe dort ein paar Bilder. Aha. Von Ferdi Pano, wenn wir mal davon geredet haben. Also, das wäre jetzt das von dem Hüst. Ne? Das Räsel, die hat hier gewohnt mit der Familie. Räsel ist meine Marin. Das ist der Charles, der Vater, der Sohn. Das sind 2 Touristen, die haben unbedingt ein Foto gewählt mit diesen 2 Ochsen. Aha. Und meine Mama, die hat 7 Jahre hier. Die Bilder und auch die Geschichten, die gesammelt sind, bringen wieder Larve ins Dörfle. Es sind schon wie die Dörfle zufällig entdeckt. Es sind auch wie extra gekommen, für die Dörfle zu sehen. Was sind die 2 Mädchen hier? Das ist die Familie Laut. Die 2 Mädchen haben ihre erste Kommunion gehabt. Und hinten dran sieht man das Haus. Die Leute sind immer interessiert, was die Geschichte anbelangt, wenn sie in Ferien sind und so. Das hört man immer ein bisschen zu wissen, wie es vorher gewesen ist, was vorher gewesen ist, wer hier gewohnt hat und wie das Dorfleben gewesen ist und so. Nicht? Es ist sehr gut gemacht und sehr informell und für die Jugend vielleicht wichtig, so etwas zu sehen. Viele Bilder sind gesammelt worden. Alle haben nicht kennen, auf Dorfler getrickt sind. Sie sind aber in ein Buch gekommen. In Sit von nichts sind ganze Exemplare ausverkauft worden. Und jetzt kommt der Dominik Dohl ins Bild. Sei er frech oder frach, das wäre mal gleich erfahren. Ich
bin Dominik Daug von Pfetzen, 48 Jahre alt. OBC-Ster und Bäuer in Pfetzen. Auf einem Betrieb, wie Fleisch macht. Frach oder frisch? Wir sind frach in Pfetzen. Rechts oder links? Besser rechts. Ich bin rechts, richtiger. Mit dem Schreiben, mit allem. Wie fluchst du denn, Dominik? Wir flören in Pfetzen. Soll ich, ja, gut, verdammt, so wieder, das können wir auch sagen bei uns. Auto oder Traktor? Traktor, das ist mir ein Beruf und das mache ich auch gerne, ja. Kurz oder lang? Lang, was lang dauert, ist immer besser, Regine. Jutti! Daneben baut sich der GC auf. Bist du dafür oder dagegen? Noch immer der Geige gewann. Noch immer. Veganismus dafür oder dagegen? Ich bin nicht dafür, bin auch nicht dagegen. Die Leute, die kein Fleisch lassen, sollen uns gerade Röhle und die Fleisch lassen. Hast du schon Probleme gehabt mit den Veganen? Bis jetzt noch nicht. Wir wissen nicht, ob so Leute auf den Betrieb kommen oder ob so einen stellen können. Und die Angst haben wir ein bisschen effektiv, ja. Bier mit oder ohne Schaum? Ja, mit Schaum. Wir sind ja schön, Regine. Unsere Sendung ist jetzt am Ende, aber bleibe dran, denn gleich kommen die Nachrichten.